Servus meine YouTube-Freunde und herzlich willkommen wieder mal auf Mittmann Live. Und Servus an meine Kunden. Es stellen mir sehr viele Leute die Frage, was der Unterschied ist zwischen MK 808 und MP 808 und MK 808 TS und MP 808 TS Autel. Ihr wisst ja, ich bin euer Vertriebspartner für Autel. Autel Geräte laufen über mich. Ich übersetze euch oder ich stelle eure Geräte in deutsche Sprache um und ich begleite euch bei jedem Problemchen, wenn ihr das Gerät natürlich über mich kauft. Also das MK 808 Gerät kann und hat auch alle Funktionen, wie zum Beispiel Rußpartikelfilter regenerieren, wie zum Beispiel Schlüssel einlernen, Parkbremse zurücksetzen oder halt ansteuern, dass es zurückfährt, damit ihr die Parkbremse erneuern könnt. Ihr könnt damit komplett die Tiefendiagnose durchführen, die kompletten Diagnosen, was auch die anderen Geräte anbieten. Auch Parametermessungen vom Motor, vom ABS-Steuergerät, von allem drum und dran. Ihr könnt damit auch Steuergeräte konfigurieren, Steuergeräte einlernen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Lenkwinkelsensor verbaut, ihr müsst ihn ja natürlich einlernen und konfigurieren. Genauso wie Einspritzdüsen von einem Motor, wenn ihr neue Einspritzdüsen verbaut. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine neue Batterie bei eurem Fahrzeug einbaut, müsst ihr auch dem Fahrzeug oder besser gesagt dem Steuergerät sagen, dass ihr eine neue Batterie verbaut habt. Das kann komplett alles des MK 808. Also komplett alles. Ne? Alles, was ihr kennt. Zum Beispiel, okay, jetzt etwas freischalten, wie zum Beispiel, sagen wir mal, Fernlichtassistent oder irgendwas ähnliches freischalten. Das könnt ihr eher über das Fahrzeug machen, aber über dieses Gerät nicht für alle Fahrzeuge verfügbar. Sondern bei bestimmten Fahrzeugen sind auch bestimmte Funktionen freigeschaltet. Aber Steuergeräte einlernen, Steuergeräte konfigurieren, egal ob jetzt Sitzverstellung, also alle möglichen Steuergeräte, die ihr euch auch vorstellen könnt. Kommen wir zu MP 808. MP 808 hat die einzigste Funktion, die zusätzlich dazugekommen ist, und das ist Stellglied-Tests durchführen. Die Stellglied-Tests bedeuten Aktoren ansteuern, also gewisse Elektromotoren ansteuern. Wenn ihr jetzt zum Beispiel bei einem Fahrzeug nicht wisst, ob der Knopf jetzt zum Beispiel bei der Lüftung kaputt ist oder ob wirklich der Lüfter kaputt ist, dann tut ihr einfach mit dem Gerät MP 808 euer Elektromotor ansteuern, dann läuft zum Beispiel die Lüftung, wenn ihr das wünscht. Wenn ihr jetzt nicht wisst, ob der Fensterheber kaputt ist oder ob euer Knopf kaputt ist, dann könnt ihr euren Fensterheber ansteuern. Ihr könnt zum Beispiel auch den AGR-Ventil ansteuern, also AGR, Abgasrückführungsventil. Ihr könnt damit alles Mögliche ansteuern und deswegen ist ja auch das Gerät etwas teurer und das Gerät heißt MP 808. Die TS-Geräte, also MK 808 TS, MP 808 TS, haben als einzigstes, als Zusatz, dass ihr die Reifendrucksensoren einlernen könnt. Es sind zum Beispiel Reifendrucksensoren wie zum Beispiel hier bei meinem Fahrzeug. Ihr erkennt es, dass das Ventil starr ist. Und diese Reifendrucksensoren, die können nur mit den TS-Modellen aktualisiert eingelernt werden. Und die TS-Modelle, die haben alle kein Kabel mehr dran an den Geräten, sondern die haben eher solche Bluetooth-Scan-Tools, also Bluetooth-Adapter. Ihr könnt ja natürlich keinen beliebigen nehmen. Ihr könnt jetzt nicht sagen, ich kaufe das MP oder MK 808 ohne das TS und es würde funktionieren. Nein, es funktioniert nicht. Und die Preise für die Updates von diesen Geräten findet ihr bei mir unten in der Beschreibung. Ihr müsst aber diese Updates nicht durchführen. Die ganzen Updates sind eher dazu da, dass ihr die neuen Fahrzeuge für das Teil, also für dieses Diagnosegerät, wieder aktualisiert. Es kann zum Beispiel sein, ihr kauft das Teil im Jahr 2019 und im Jahr 2020 funktionieren immer noch die Updates, also für ein komplettes Jahr.
ihr könnt die ganzen neuen Fahrzeuge, was auf den Markt kommen, aktualisieren. Wenn ihr zum Beispiel ein Jahr vergangen ist und ihr macht keine Updates, funktioniert euer Gerät immer noch genauso gut, aber ihr könnt keine neuen Fahrzeuge aktualisieren. Wenn ihr jetzt aber zum Beispiel ein Fahrzeug gekauft habt, zum Beispiel ein Golf vom Baujahr 2021 und ihr habt die Updates nur bis 2020, ist es auch kein Problem, weil die meisten Golfs oder die meisten Hersteller, die haben immer noch die gleichen Steuergeräte verbaut, weil die ja natürlich nicht viel Geld ausgeben wollen, um neue Steuergeräte dort einzubauen. Das heißt, die Geräte funktionieren immer noch. Ich habe Erfahrung nicht nur von mir selber, sondern auch von meinen Kunden, weil wir das ja schon seit Jahren machen. Aber seit diesem Jahr offiziell mit Autel. Durch mich habt ihr den Vorteil, dass ich eure Probleme lösen kann, dass ihr einen direkten Ansprechpartner habt. Ihr schreibt mich an, wenn ihr irgendeine Frage habt, und ich kläre das Ganze dann mit Autel. Ansonsten, wenn ihr diese Geräte irgendwo auf eBay kauft, bei irgendwelchen Chinesen, ihr könnt dann sehr lange auf eine Antwort warten und ihr müsst überhaupt Glück haben, dass ihr euer Gerät auf Deutsch einstellen könnt, weil das habe ich auch von sehr vielen Kunden mitbekommen. Die haben mich angeschrieben, die haben ein Gerät, das lässt sich nicht in Deutsch einstellen, also das stellt sich in Deutsch ein, aber die ganzen Fehlerfunktionen werden nicht angezeigt und die ganzen Fahrzeuge werden nicht angezeigt, sobald die auf Deutsch umstellen. Und da habe ich euch auch einen Link reingestellt, unten in der Beschreibung. Wenn bei euch so der Fall war und ihr habt bei einem Chinesen so ein Gerät gekauft, dann könnt ihr natürlich gerne bei mir die Sprachumstellung kaufen, kostet gar nicht so viel, aber ihr kauft es euch und dann sendet ihr mir die Seriennummer von Autel und ich stelle euer Gerät auf Deutsch um. Also Autel ist eine super Marke, also die gefällt mir auf jeden Fall. Ich habe ziemlich viele verschiedene Marken ausprobiert, egal ob jetzt Delphi oder Kali und so weiter, wie die sich auch nennen, aber die kennen meistens nicht mit den ganzen oder mit allen Fahrzeugen kommunizieren. Ich habe zum Beispiel auch Kunden, die Esitronic haben, also Bosch-Tester, die Gutmann-Tester haben und die müssen jedes Jahr ziemlich teure Updates bezahlen, damit ihr Gerät überhaupt funktioniert und damit sie damit arbeiten können. Aber meine Autel-Geräte, die ich vertreibe, die wir auf der Seite geldgeil24.shop vertreiben, die sind einwandfrei, die funktionieren einwandfrei, auch ohne Updates. Und ihr könnt mich da natürlich anfragen. Und dieses Video habe ich für euch erstellt, weil ich ziemlich viele Fragen bekommen habe, was der Unterschied zwischen diesen Geräten ist. Wir bieten zum Beispiel auch höherwertige Geräte an, wie zum Beispiel für Fahrzeuge, die unter dem Baujahr 1998 liegen, also unter dem Baujahr 2001, oder halt die Fahrzeuge, die keinen OBD2-Stecker haben. Da bieten wir euch auch ein Gerät an, aber da müsst ihr uns anschreiben und dann können wir für euch ein individuelles Angebot erstellen. Weil das Problem ist, die Fahrzeuge vor OBD2, die haben ja einzelne verschiedene Adapter für die Fahrzeuge. Zum Beispiel Mercedes hat so einen runden Stecker, BMW hat auch einen runden Stecker, aber halt einen anderen runden Stecker. Mazda hat da auch andere Stecker. Und dieses Gerät kostet ca. 2100 Euro. Und es funktioniert genauso einwandfrei, aber ihr könnt mich natürlich um ein persönliches Angebot bitten. Und die Geräte für bis zu 850 Euro, das MP808TS, das bekommt ihr bei mir auf geldgeil24.shop und das funktioniert bei jedem Fahrzeug ab OBD2 ohne Probleme. Ihr könnt mal die ganzen Rezensionen, die muss ich mal irgendwann mal online stellen. Ihr könnt sehen, wie die Kunden begeistert sind, wie die mir schreiben und sich bedanken. Das sind große Werkstätte, das sind mittelmäßige Werkstätte oder kleine Werkstätte. Es gibt auch sogar Privatleute, die sich solche Geräte kaufen, weil sie einfach sich denken, ich gehe nicht jedes Mal zu einem oder in eine Werkstatt, wo solche Diagnosegeräte hat. Ich habe auch eine größere Familie oder halt Leute, die Autos haben und ich würde die gerne auslesen. Ich würde gerne die ganzen Diagnostiken oder Tiefendiagnose durchführen oder irgendein Steuergerät einprogrammieren oder Rußpartikelfilter freibrennen und so weiter. Das
kann das Gerät auf jeden Fall. Und wie gesagt, die ganzen Updates, was es kostet, findet ihr bei mir unten in der Beschreibung. Das variiert von Jahr zu Jahr, aber die Updates werden natürlich nicht benötigt, damit dieses Gerät funktioniert. Weil wenn ihr jetzt ein neues Auto kauft im Jahr 2019, kauft ihr euch ein Gerät 2019 und das Auto ist auch 2019. Ihr werdet ja aber niemals in diesem einem Jahr dieses Gerät überhaupt verwenden müssen. Wenn ihr jetzt ein älteres Gerät habt, also Gerät vom Baujahr 2019 und ihr kauft euch irgendwann mal im Jahr 2022 ein Fahrzeug, bis es irgendwann mal diagnostiziert werden muss, dauert ja noch ein paar Jährchen und trotzdem kann es immer noch sein, dass ihr das ohne Updates durchführen könnt. Also ich hoffe, ich habe eure ganzen Fragen beantwortet. Falls ihr trotzdem irgendwelche Fragen habt, kann ich euch dazu ein Video erstellen. Aber ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich habe euch da genug Auskunft gegeben und ich würde mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen. Ein Abo dalassen, weil ich werde mit diesen ganzen Geräten auch verschiedene Tests durchführen bei verschiedenen Fahrzeugen und ihr könnt immer mit dabei sein und immer wieder was Neues lernen. Also, ich freue mich auf euch. Bis demnächst. Euer Mittmann Live. Ciao.